Morgen, sehr geiles Wetter. Oh Mann. Auf zur Schule. Auch bei Regen. Jo, guten Morgen und ab in den Laden. Ich bin ein Baby, ich muss nochmal schlafen gehen. So kurz, cool. Ein Baby, ich muss schlafen gehen. No. Yeah, gute Nacht, Baby. Ja. Wir gucken mal, ob unser Praktikant schon da ist. Ist er bestimmt. Erster Tag? Ja, das wäre ein Ding. Er steht schon da. Hey, wo bleibst du denn? Ich bin eine Minute zu spät. Er ist bestimmt 10 Minuten zu früh schon da gewesen. Zumindest war das bei mir mal so. Hört sich da an. Na Mensch. Geht los, oder was? Mhm. Was war hier was? Zu Hause. Ach so, ohne, ja? Ja. Ich dachte mir, ich probiere erst mal aus, wie lange ich laufe. So. Wo ist die Hütte? Ja, ich war schon gestaunt. Kam ja, ich kam wieder voll gerade aus dem Laden. Puh, ja, riecht so ganz schön. Mhm. Puh, da ist mein Lüften hier. Das ist dein Arbeitsplatz hier. Ja? Ja. Hat doch was. Also einmal hier. Und einmal vorne echt die Reserve, ja. Da wo das grüne Rad drin hängt, so, sozusagen. Ne? Also ich arbeite ja eigentlich nur alleine und deswegen habe ich das immer nur irgendwie so für mich optimiert. So. Ja, deswegen ist das immer schwierig. Ja, was heißt immer alleine? Wir hatten ja schon, wie gesagt, halt schon ein paar Praktikanten hier und auch so ein paar Kumpels, die geholfen haben, immer mal oder so, oder mal hier in eigenen Sachen auch gebaut haben. Aber das ging immer alles ganz gut so. Das war eigentlich ganz toll. Joa. Wo machen wir los, wa? Keine Ahnung. Ja. Achso, Klamotten. So, ich habe Arbeitshose, Arbeitsschuhe an. Genau, den Rucksack kannst du hier ranhängen, dann liegt ja der Boden ist nicht feucht. Ja. Ja. Auftrag, gibt's eigentlich schon was? Ne, achso, ja, naja. Ja. Wie angekündigt, hier dieses wunderschöne Kube. Ja. Und es muss gecheckt werden. Ich habe schon mal Griffe mussten runter, also ein neuer Ruf. Klar, die waren durchgerottet. Und Bremsbeläge waren durch, habe ich abgebaut schon. Züge kontrollieren, klar, ich weiß ja selber, ich weiß ja nicht, ja. Du hast ja schon mal im Laden jetzt auch gearbeitet, oder? Ich habe auch schon mal im Laden gearbeitet, ja. Und der letzte Praktikant, den ich hatte, war so Umschulungspraktikant, der war Pizzabäcker. Und dann musstest du halt im Grunde noch alles erklären. Ja, na. Francesco. Aber der hat alles perfekt dann am Ende gemacht. Und hat dann auch nach dem zweiten Anlauf tatsächlich auch aber seine Prüfung geschafft. Und hat dann kam er echt hierher, hat sich bedankt. Und da kam sogar der Lehrmeister an zu mir, also dieser Ausbilder da in diesem Bildungswerk war das auch. Und der kam an und meinte, meinst du Frank oder was? Die Geduld, die du hast. Bildungswerk Kreuzberg. Ach so, BWK. Ja. Bildungswerk Kreuzberg. Die waren hier irgendwo, hatten sie eine Stelle. Ich weiß, da hatten wir Straße oder was. Wiener Straße, ich weiß ja nicht.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wo das ist. Aber auf alle Fälle kam der an und meinte, ey Mann, wir haben schon alles versucht mit dem, der ist echt anstrengend, aber dass du das hier durchhältst mit ihm. Und er schwärmt ja immer so von dir. Sagt er, was soll ich machen? Den bringt den zu mir, also muss ich den ja irgendwie ja, ausbilden, sozusagen. Ja, hat funktioniert auf alle Fälle, war ja stolz. Denn. Ja, nee, ich hab in der Fahrradstation Kreuzberg, Bergmannstraße gearbeitet in meinem Praktikum. Ja. Und ja, ab und zu war ich da halt nur mit Reifenflicken beschäftigt. Weil, weiß nicht, kam mir irgendwie so vor, als hätten sie in der Bergmannstraße oben und unten eine Flaschenparty gefeiert. Also, aber kam, ist ja auch so. Ey, ja, Bergmannstraße kam, ist ja halt genau wie Warschauer Straße oder da Simon-Dach-Straße, das ganze um das RAW-Gelände rum. Das ist alles voll und hier halt auch. Und nach dem 1. Mai ist hier extrem. Da kommt ja Flaschen ohne Ende. Aber ich habe hier jeden Tag auch meine Flaschenpatienten sozusagen. Mhm. Ja, kommt, wie gesagt, gestern Abend kamen noch zwei Rennen so um 8:30. Ja, also, ja, die habe ich noch schnell gemacht denn. Und dann. Ja, die meisten ist aber auch hier Wunder, bei den meisten hast du ja gesehen, jetzt mit Rote. Ja, mit Rote Rad. Die meisten fahren mit so einer Luft, also mit so einem Luftdruck, wie sie da jetzt vorne war, fahren die und wundern sich, dass irgendwann platt geht. Ich meine, da geht natürlich jede Scherbe durch an der Seitenwand, ja, wenn genau. Die wird. Das willst du machen. Achso, ja, siehst du, ich arbeite immer andersrum. Ich habe mich daran gewöhnt, dass der Antrieb auf der Seite ist und ich kuschelig habe, wenn ich mich hier an der Stelle arbeite. Ja, deswegen ist das jetzt andersrum eingestellt, die Kralle, aber wenn du jetzt, ja, kannst du auch gerne andersrum machen. Die hat für dich gehält. So, das ist ja Wolfgang schon mit den Nachrichten. Wolle, wie gut. Dann gucken wir mal. Gut, bin gleich wieder da. Wolfgang, Nachrichten? Ja, wirklich gut, ja. 30 Euro. Die ersten Türchen für Kiwi-Pfeifer. E-Tretrollerjagd. Naja, aber die sind doch nicht so Quatsch. Die sind doch. Warum soll ich einmal so bräuchte, weil wir lieber einen Schirmmeister haben. Wisst ihr, da steht einer, bei mir auch, da steht genau vor der Tür, da haben wir den nicht, und holt ab, ja. Im Mietrier, haut schnell irgendwo ab, und dann nehmen die nicht nochmal an. 15 Euro Strafe. Naja. Müsste den ja nicht jetzt eingestellt haben. Tja, und nebenbei mache ich ja noch die ganzen Videos, wie macht man was? Mhm. Und wenn du Bock hast, kannst du auch mal was erklären. Ja. Denn eben, wenn du dann irgendwas, eine Reparatur machst oder so, die interessant ist, jetzt geht schon auch erzählen, aber so weit, denn, dass man dann, ja, hast du das vielleicht auch mal, weil ist ja vielleicht auch für die Leute ganz interessant, auch mal aus einer anderen Sicht als von blöde Tommy, der immer will ja alles immer so und so machen, das ist ja nicht unser Ding. Fingerklemmen? Ja. Wie gesagt, das ist mir. Weil der schlägt da hinten zuerst an jetzt bei dir, ja. Du musst natürlich vorne zuerst anschlagen. Ja, ist schon klar, aber. Wenn. Ja, bei mir, er ruft ja mein Gäste zu, sagen wir mal. Das kommt auf alle Fälle gut an. Zu viel Spannung ist drauf auf zu Federn, das merkst du schon. Ja. Das merkst du beim Ziehen. Das ist extrem. Kann auf alle Fälle raus, muss raus. Das ist eine Frau. Das ist nicht, ob die, meine, ich ziehe das Ding. Das muss mit einem Finger dann beim Einstellen, also ist mein Anspruch zu ziehen sein. So dass es auch wirklich bremst. Für mich. Dann ist es gut für eine Frau mit zwei Fingern. Weil es ist nur ein Zweifingerhebel. Ja. Eigentlich. Ja. Deswegen. Warum auch immer, die haben so einen Kack, hätten sie den Hebel ein bisschen länger machen können. Und, deswegen muss Spannung auf alle Fälle raus. Also, gut, dann löse ich den der schlägt gut an, dir?
Dann löse ich den einfach nochmal und setze ihn ein Loch tiefer. Ach, du hast ihn jetzt ganz oben angesetzt? Ich habe ihn jetzt ganz oben angesetzt, weil vorher hat er gar nicht funktioniert. Also dann hat lieber, er sich dann, nicht mal bewegt. Denn lieber Mitte und na, die Vorspannschraube kannst du nicht weiter rausdrehen. Stimmt, dann musst du. Genau, dann muss er. Ja. Hat er sich ja nicht bewegt? Er hat die Felge nicht mal getroffen. Ah, jetzt ist zu viel. Ja, dann muss er einmal raus. Ich weiß nicht, ob du den oder deinen. Ja, da benutze ich den hier. Ich sag, den schleife ich sowieso jetzt nochmal runter hier, weil der ist schon wieder verbraucht. Da siehst du, die arbeiten sich schön rund wieder. Ja. Tanzen ist eine flüssige Art der, des Aneinander vorbeigleiten. Auch. Das ist immer ganz schön. Im Fluss. Ja, so dumm kann man ja nicht denken, wie es kommt auf immer. Dann hast du so einen scheiß Splitter von so einem Ding im Auge. Deswegen nicht ohne Glas. All gut. Dann hält das Ding wieder ein paar Jahre. Naja. Hey, wir haben gestern, das geht 3 Monate. Gestern echt einen Kundenfahrrad gekriegt von einer älteren Dame. Ich sollte eine Inspektion machen und konnte nicht mal ein Lenkkopflager kontrollieren, weil ich das Lenkkopflager nicht gelöst gekriegt habe. Wir hatten nicht das passende Werkzeug für ein Fahrrad aus den Anfang der 50er. Oben das Lenkkopflager, die obere Kontermutter mit dem Hakenschlüssel. Ja. Und wir hatten keinen passenden Hakenschlüssel. Der hat das hier von Hose an. Habe ich gestern gerade Werbung für gemacht. Gibt es den hier? Aha. Der ist so geil. Kostet allerdings 50 Euro. So ja. 40 Euro. Wenn du aus dem Ausland bestellst, dann kommt da wieder Zoll dazu, dann ist es auch bei 50. Ja. 50 Euro. Der macht alles auf. Tretlager ist für Tretlager eigentlich gedacht. Macht aber auch diese DDR-Dinger, diese ganzen Haken-Dinger auf. Und hier, das hier ist für diese geriffelten Steuersatzteile. Also das ist wirklich der richtige Ideal. Das war jetzt uncool. Ja, Werkzeug kostet halt. So, also. Joachim. Achim reicht. Achim. Okay. Flutscht irgendwie durch. Man sich schon ein irgendwie. Ja. Ich bin nicht so anspruchsvoll. Ja, ich habe auch schon Leute, die sehr anspruchsvoll waren. Der absolute Starschrauber. Nee. Und so weit. Wo ich denn gesagt habe, Mensch, du bist ein Idol. Kannst du ja besser als mich. Kannst du ja ganz gut schrauben. Ja, aber weil, mir so eine, halt auch, weil mir das halt auch Spaß macht. So, gibt ja auch so arrogante Schnüre halt, ne? Ja. Alter, was sind das denn hier für Werkzeug? Ist doch nicht ganz anders, wie man so einen Kästen nicht aufziehst, die vollgepackt sind. Ja, wir sind ja nicht mehr bei Ferrari, wo du jedes Werkzeug abwischen musst und wieder hinlegen. Ja, echt mal jetzt. Das muss ohne sein. Wow, so, die verdiene ich halt nicht. Ja, jetzt schleift es. Also, so. Ist ja nur wie ich das mache, ne? Ja. Weil ich muss mich ja auch den. Ich kann das natürlich so machen, wie ich das gerne hätte, aber damit kommen die meisten Leute nicht klar. Sag ich dir aber so wie das. Dann machst du hier. Das reicht schon. Millimeter war das. Und dann hast du das ans Spiel. Das ist sowieso kacke, wie die Kleppe. Du merkst schon, dass das nicht. Das
du zerwirkst den Zug, wenn du hier vernünftig festdrehst. Also das ist halt immer noch nicht frei. Nee, nee, die muss hier raus mit der Spannung. Der macht gar nichts. Ist er am Sockel? Läuft der frei am Sockel? Ja. Jetzt kann man, jetzt kann man. Warte mal, lass mal, lass mal. Das ist zumindest Spannung. Zack. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Alle. Hängt ein bisschen runter hinten. Schleifen tut er. Na gut, jetzt hast du ein bisschen gezogen. Ja. Was brauchst du denn? Ich brauche nur ein paar von diesen Plastikteilen zum Fest, meinen Korb zum Festbinden. Kabelbinder? Ja. Boschbinder. Sozusagen. Kabelbinder. Wie viele brauchst du denn? Vier? Ja, vier sollten reichen. Ja. Zwei, drei, vier. Jo. Wow. Schmeißt du eine Spende vorne ins Last, bitte? Ja, mach ich. Danke. Danke, ciao. Ciao, ciao. So, dann machen wir weiter. Die sind ja alle fest gewesen, ne? Genau. Das ist alles gut. So. Was ich manchmal noch mache, ist, dass ich hier vorne einfach nur einen kleinen Tropfen Fett, aber allerdings mache ich den hier oben drin. Ja. Zieh dann den Zug durch, sodass eben das ersetzt dann immer diesen hässlichen Gummipuffer, ach, der ja sowieso nicht wirkt. Nee, ich stehe sowieso nicht drauf, der Tag bei mir, weil die Dinger taugen exakt mal ja nicht. Das ist nämlich ja Hartplastik, mhm, die halten keinen Dreck fern. Das ist Quatsch. Ne? Also da ist ja auch, du merkst ja, keine dichtende Funktion oder so. Nee. Die können weg, immer. Ja. Sind nur Ballast. Ja, stören auch beim Bremsen tatsächlich. Manche stören, blockieren richtig beim Bremsen. Das ja, stimmt, das habe ich allerdings auch schon gehabt. Ja, deswegen. Dann immer weg. Hartgummi und diese Hartplastik, die können weg. Und die von XTR, diese ganz weichen, die sich echt dem Zug anschmiegen, die bleiben. Also, wird nochmal ein bisschen Fett drauf gemacht und dann ist perfekt. So, Lampe bräuchte ich noch oder soll ich da. Jetzt da Lampe, ja, Lampe hier. Hier vorne haben wir. Wieso willst du nicht? Sarit. Leuchtmittel. Lübönchen hier. Leuchtlicht. Hier. Verdammt. Fast richtig, wa? Ja. Auch in diesem Raum irgendwo. Mich wundert, funktioniert nicht. Hm, naja, weil wir den Birnen wahrscheinlich aber vorne die Lampe, die dann ausgefallen ist irgendwann, dann brennt die hinten durch, das ist so klar. Ah, aber geht immer noch nicht. Durchmessen hier. Geht ganz gut. Man macht das anhalten. Aber die wird ja kaputt sein. Ja, also wenn sie schwarz ist, ist sie meistens immer kaputt. Doch, schwarz. Ich glaube, ich schon welche gehabt mit Abrieb tatsächlich. Ja, also Moment. Belegt haben, aber. Ich hasse diese Teile. Na, da kommt man raus. Das ist ja neu. Okay. Genau, merkst du schon. Komm. Ja, bitte, bitte. Kontakte kurz mal rütteln. Da kommt nichts an. Mal her. Ja. Halt mal fest. Dann einmal die Erdung. Das eben. Bis dahin hoch gut. Bis dahin gut. Erdung. Halt mal an die Erdung. Jo.
wo ist er? Dynamo. Das sollte kein Problem sein, der Erdung. Dann denke ich mal, wird es das sein, was das fast immer ist. Nee. Und Kurzschluss. Kurzschluss. Jetzt geht es ja vorne auch nicht mehr. Genau, jetzt ist. Ja, aber das heißt ja, dass irgendwo ein Kurzschluss ist. Also ist ein Kabel irgendwo ein Kurzschluss. Sozusagen. Das ist ja eh extra verlegt hier. Ja. Und wo den Faserin? Das auf jeden Fall hier erstmal den Kontakt aufschrauben und den. Guck mal, leuchtet. Achso, du hast ja eine Strille. Also das Blech. Ja. Das Rad muss auch mal weg. Das nächste. Oder hast du hier unten falsch umgeschossen? Nee. Nicht wahr? Eigentlich nicht. Im Stecker. Ich hab's jetzt von vorne her nicht. Hinten steht es ja drauf, eigentlich. So. Ah, ich grabe das ab. Vorsichtshalber mal gucken. Wo läufst du denn lang? Du bist hier hinten, echt? Echt jetzt? Ach Mann, warum machen die denn so was immer? Doch, ist gerade schon mal geschlossen. Echt? Das ist ja doof. Dadurch hast du natürlich die Erdung, läuft hier. Dadurch läuft der natürlich nicht richtig. Mhm. Das ist die ganze Ursache. Also weiß immer darüber. Ja, na, guck mal, dann sollte das laufen, dann brauchen wir da hinten gar nicht. Auseinanderruppen alles. Ah, selbst wenn ich die Mütze nicht auf hätte. Naja, mit dem Lenker ist immer unangenehm. Da ist ja auch noch unsauber hier, da hat noch einen schönen Grat dran. Ich hab ja schließlich auch noch ein paar Haare auf dem Kopf. Sieht da noch so rum? Aktuell? Bei mir noch nicht mehr. Nee, gut, ohne. Was ist denn los? Gut, so wie sind denn jetzt hinten? Hinten ist war jetzt nicht, weil haben wir ja kein Kabel drin. Aber das muss doch dann schon kurz sein irgendwo. Kurzum, ich sehe, dass einfach ein neues Kabel gelegt wird. Jetzt gerade sehe ich jetzt hier vor, weil das ist viel zu kompliziert schon wieder. Ja. Das sind nur zwei Kabel, verstehst du? Und man krebelt da rum an diesen Kackscheiß. Ja, kann ich trotzdem nicht sehen. Also es muss ja irgendwo, ist ja ein Kurzschluss drin jetzt. Welches Kabel kommt denn hier an? Schwarz-Weiß? Ja. Nee. Da, Schwarz-Weiß, ne? Das ist ja Erde. Ja. Also es ist hier eigentlich systemtechnisch auch richtig angeschlossen. Das Erde. So, die Plastikkabine wieder auf. Naja, brauchst du noch nicht. Muss noch, kommt eh neue Kabel wahrscheinlich. Ja, dann können wir jetzt auch die Börnerin schrauben. So. Ja, jetzt verrückt, du hast es gleich normal angeschlossen. So. Du hast es gleich normal so angeschlossen. Jetzt kannst du es dir nicht. Du willst mich ärgern. So, pass auf. Weiß, schwarz. Den weißen nach rechts. Naja, nee, guck mal hinten drauf. Da muss er hin. Der muss da. Genau. Ah. Ja, normal, ich wundere mich, das kann doch nicht sein, das ist eine Verzweiflung. Ne, muss ich mir auch mal merken, wie das von vorne aussieht. Achso, ist ja auch markiert von vorne, klar. Hier, von vorne nach rechts, von hinten nach links. Also von so rum, wenn du den dann in der Hand hast zum Anschließen. So, jetzt muss es aber stimmen. Uha! Ja, sowas für keine Hände. Ne? Ja, läuft. Ja, okay, das ist ja wunderbar. Passiert auch was. Also, Kontakte nachbiegen. Den Schrumpfschlauch hier erstmal nach oben schieben. Mhm. Und dann drüber ziehen und festmachen. Soll ich hier drinnen, aber? Ja. Ja, leuchtet. Ein bisschen schwächig, die Birne da hinten. Na, ist halt eine Birne.
Genau. Schwer so war die hier. Wahnsinn, ey. Boah. Pfui, na das war höchster Eselmann hier, der Lager. Ihr seid ja schon wieder nicht mehr da. So, weg damit. Ach so, Quatsch, den holt nicht. Das die Quere, was man sonst damit hat, wenn man das nicht konnte hat. Nee, nee, nee. Niemals. Wir haben in letzter Zeit viel, wenn dann die Leute kommen und die Räder wieder zurücknehmen wollen. Mhm. Warte mal, Mai, Juni, Juli, August. September. Vier Monate haben sie das jetzt gehabt. Vier Monate. Na, was soll ich denen haben euch, wenn ich denen sage, 70 Euro berechnet für die Zeit. Mhm. Mietzeit ist doch kulant. Ja. Oder? Ja, eigentlich schon. Also 30 hatten sie zurückbekommen, 100 haben sie bezahlt. Oh, 30 geht nicht, nein, mach 50. Hä? Nein, 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 nein. Die haben die kein Verständnis für. Nein. Unglaublich, ey. Ich kann die Räder nicht zurückrufen. Wenn ich gerade verkaufe, ist es verkauft. Und wenn es 4 Monate weg ist, ist es 4 Monate weg. Einfach. 4 Monate weg ist mehr als 70 Euro Mietzeit. Definitiv. Pock, pock, pock. So muss es sein, ganz genau. Aber wenn Sie kein Verständnis dafür, dann schiebt sie einfach weg. Was willst du machen, ey? Ich will sie ruinieren. Na, weißt du, das ist ja so ja in der sozialen Fahrradwerkstatt, das ist ja lustig. Die Leute kommen da an und die Dinger kosten wirklich nichts. Ja, die kosten wirklich nichts. Ja. Da würde ich mal schämen, würde ich mal dafür. Schämen. Und dann wollen die tatsächlich immer noch einen Rabatt und das geht einfach nicht. Na, wahrscheinlich macht er das ja auch noch. Nee. Also, ich finde, irgendwann ist das doch. Das sind bei uns definitiv Festpreise. Hakt ihr auch das ab?
normalerweise, wer ein Rad bekommen hat, sozusagen? Oder kommen die manchmal zwei, dreimal? Da wir nur an Vereine noch raus, also da die nur an Vereine noch ja. rausziehen dürfen. Regeln die Vereine dann? Regeln die Vereine. Weiter ist ja, wo früher das Arbeitsamt drin war, jetzt ein Obdachlosenheim drin. Okay. Und da wohnen halt über 400 Leute drin. Wahnsinn. Und wenn die das halt sozusagen den Bedarfsschein unterschreiben, dass der Mann oder die Frau halt ein Fahrrad braucht, ja. Ja, dann muss die rausgeben. Und die ärgern sich maßlos darüber, weil da kommen ständig Leute, die ja. da wohnen. Und jeder hat so einen Wisch in der Tasche und dann müssen sie halt. Und das gefällt denen natürlich gar nicht, weil die meisten Leute nehmen denn die Fahrräder tatsächlich in so einen kleinen Laden, wie du ihn hast, und fragen, ob sie für das Fahrrad noch hier kriegen. Und ganz ehrlich, manchmal sind da so richtige Perlen bei. Ja, so tatsächlich so ein altes, originales Herkules-Klapprad. Hm. So mit Lichtleitung in der Mitte, die da dann halt mit zwei Kupferspulen verbindest. Hm. Also der Knaller. Ja, und für sowas nehmen die dann halt 5 Euro. Das ist unglaublich, eigentlich. Ach. Das ist unglaublich. Das ist ein falsches System, ganz einfach. Und das Arbeitsamt selber müsste das auch abgehakt haben, wenn dann einer so ein Fahrrad hat. Dann hat er darauf aufzupassen. Ganz einfach. Er hat auch eine Obachtspflicht ganz genau auf seine eigenen Sachen ja auch. Mhm. Der kann auch nicht, ist ja nicht, das Arbeitsamt ist ja nicht wie eine Versicherung sozusagen. Genau. Oh, mir ist mein Rad geklaut worden, ich brauche ein neues. Ja, komm bitte hier. Oder so. Das ist das Problem. Ne? Bedarfsschein, ich finde das schon in Ordnung. Dann sollen sie, meinetwegen sollen sie Räder sein, umsonst was geben, dann muss das Arbeitsamt halt die Rechnung bezahlen. Ganz einfach. Das ja. Arbeitsamt wird dann bestellt, der hat einen Bedarfsschein, das, dann gibt es einen Kontingenten festet, ein Fuffi pro Rad. Sagen wir mal, so ein bisschen realistisch bleiben, Fuffi pro Rad ist in Ordnung. Nein, dafür, dass das gewartet wird, dafür, dass das aufgebaut wird, ist ein Fuffi immer noch billig. Ja. Das ist so ein größerer Scheck mit zwei, drei kleinen Teilen oder bei einem Bremsbeläge mal eine neue ja. Kette oder was weiß ich, mal ein Sattellicht funktional, dass das auch straßenverkehrssicher mhm. aussehen wird. Genau. Das ist ein Fuffi völlig in Ordnung. So. Und dann ist das gut. Und dann muss es abgehakt werden, der hat schon, der kriegt keinen Bedarfsschein mehr. Fertig. Ich meine, im Fahrradladen ist es dann nochmal was anderes, da musst du nochmal was draufschlagen, weil du ja gewinnorientiert arbeitest. Ja. Weil du dann nicht irgendwie bezahlt bekommst, deine Arbeit sowieso nochmal die Arbeitsstunden bezahlt bekommst, sondern die musst du eben erwirtschaften aus dem Gewinn der Pflicht. Genau. Das ist ja was anderes bei so einer sozialen Einrichtung, die kriegen ja nochmal extra Gelder. Genau. Das ist eine ganz andere Nummer. Genau, das ist eine ganz andere Nummer. Außerdem, wenn man so bedenkt, also jetzt kriegen sie ja 2 Euro. Vorher hast du ja, haben die 1,50 Jobber ja nur 9 Euro am Tag gekriegt. Jetzt kriegen sie also halt nicht mehr 1,50 die Stunde, sondern 2 Euro. Mhm. Ja. Und diese Einrichtungen kassieren vom Arbeitsamt für jeden Teilnehmer 9 Euro die Stunde. Das, was sie den Leuten am Tag rausgegeben haben, haben sie in der Stunde verdient. Ja, das ist sowieso das. Aber das meine ich, also da kommt das Geld auf alle Fälle vom Amt für. Dann ist ja eigentlich alles. Also ja. damit ist das ja geregelt, dann können sie ein Rad quasi auch umsonst rausgeben oder was weiß ich, sollen die halten. Ja. Das ist alles Schwachsinn. Dafür dann überhaupt noch Geld zu nehmen, 5 Euro. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Was soll denn so ein Arbeitsloser denken? Oder sagen wir mal jetzt ein Ausländer, der sich hier mit der deutschen Pflegeflogenheiten ja nicht auskennt, der kommt da hin und sagt, ja, kriegt zu hören, ja, da kriegst du umsonst ein Rad. Oder kriegst du ein Rad für 5 Euro. Sagt er sich, ja, okay, alles klar, geht da hin, sieht ja auch aus wie ein Fahrradladen. Gehst du hin? Du kommst drin? Ja, Fahrrad, Bedarfsschein hier, ja, hier, 5 Euro, tschüss. So, und dann ist das Fahrrad geklaut. Ja, Fahrrad geklaut. Die da im nächsten Fahrradladen, Fahrrad, ja, 250 Euro. Und nur die 5 Euro. Dann sind die dann hier auch rumhosern und stehen und meckern, ja, warum so teuer? Ja. Dann gehe ich hier Refugee-Werkstatt oder so hier vorne, dann gibt es auch eine, da gibt es Fahrräder umsonst. Ich sage, da muss ich hin. Was soll ich denn da jetzt, soll ich da mitmachen oder was? Ja, ja. Sag, ich krieg nicht bezahlt vom Amt. Was soll's? Mein Mieter will seine Cola haben, Fertig. Naja. Also, wenn man mit der Geschichte von dieser beschäftigt, dann weiß man, dass damit nicht mehr viel zu tun hat. Ja, kommt. Ah.
Oder hast du das zugesetzt? Nur nicht so richtig. Schau mal her, ich repariere Uhren. Ja, besser. Gemütlich da sitzen und Uhren reparieren. Warum? Na, Schnee kannst du aber essen hier. Ja, genau deswegen, ja. Aber dieses Jahr wollen wir ja tatsächlich auch mal im Winterurlaub fahren. Oh, die ist aber nicht gebrochen, die ist einfach rausgedreht, komplett rausgedreht. Jo. Na, wisst ihr das? Nee. Die, alle? Die nicht. Die. Nee, nur die. Na los, hier, die auch. Nein, sag mal, warte, der war doch jetzt eigentlich so clean, der Typ, oder? Nee. Der war doch schon so ein bisschen so, das merkt man doch, wie das flext und alles. Da muss man das mal festziehen, noch ein bisschen so jetzt festziehen. Oh, nee. Vielleicht steht der Bugs wieder. Jo, Punkt Achim, zeigt, wie geht. Jo, Achim, zeigt, wie es geht. Ups, falscher Ansatz. Oh, geht da freiwillig auf. Ja. Sieht so aus. Und der gute Mann wundert sich, warum seine Kette irgendwie springt. Oder generell die Schaltung nicht richtig funktioniert. Wenn ich mir die Zähne angucke, weiß ich Bescheid hier. Da haben wir wieder Italien auf der Shimano. Auf der Shimano-Felge steht Italy. Das ist wirklich krass. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie so wahrgenommen. Tja. Das war mal eine Dichtung. Das ist unglaublich. Der kommt freiwillig, wa? Unglaublich, guck mal hier. Der Mann, der keinen Abzieher braucht. Ja, aber hier hakt er denn. Nach vorne rollt. Oh nein! Ein sogenannter Fallout. Ohne Worte. Das wird mir zu löten. Glück, dass die Winde noch irgendwie greift, irgendwie brauchbar ist. Weil eigentlich kann man echt Pech haben. Gerade mit so einem Leichtbaurädern. Das ist ja so ein Leichtbauradversuch. Nur Aluminium an den wichtigen Teilen, was ja nun auch schon kein Material ist eigentlich. Und dann eben. Das ist die Zange, die ich vorhin gezeigt habe. Diese Hosan, blaue Griffenden. Hier meinst du. Genau. Na, was ist denn? Steht der Ruf? Wahrscheinlich kein Camper. Ach, oh Gott, das ist nicht ein Camper, ey. Ich hab damit mehr Widerstand gerechnet. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Aber so wie sich das anfühlt, war hier wenigstens Fett drin, als wir gebaut haben. Jetzt ist es wenigstens gut. Was steht drauf? Tange? Seiki? Nur eine Nummer. 0815. 3037, dann steht da noch eine 30. Nö, eigentlich baut sich noch nicht aus. Noch keine Kratzspuren, noch keine Windeschleifspuren. Schweine. Das Gute, das Drehtager ist richtig. Das Schlechte, Hinterrad muss rein. Ja. Hinterrad, Antrieb. Glückwunsch. Juhu. Aber. 150 Euro. Ist ein schöner Rahmen. Ja. Aber ich guck den Rad ab für den Profi. Der Rahmen hat mal über 1000 Euro gekostet. Ja. Ja, locker.
Ich habe so eine kleine Mathe-Schwäche. Ja, wieso bitte? Du wolltest mir 18 nehmen. Ja, genau. Dann sind zwei. Doch. Ja, okay, super. Ne? 35, was ist denn zurück? Rechnest du? 3. Normalerweise 15, plus 3, 18. Danke dir. Ja. Schönen Tag noch, ciao. Ciao, ciao. Was kannst du besonders gut? Sprachen kann ich besser. Gut. Ja. Weißt du? Ciao, ciao. Kann ja nicht jeder ein Savant sein. Wie soll das jetzt funktionieren? So, jetzt bist du mal ein bisschen, ja, ein bisschen. Naja, pass auf, hier bleibt das. Diese. Na, wo sind sie denn? Na, wo waren sie denn? Da waren sie doch. Vorhin waren doch da noch welche. Ja, genau. Ne? Oder? Ja, genau. Ah, genau. Okay, das sind die für den. Das sind die für den. Das ist ja so alt, oldschool. Ja, das ist ja wirklich schon, von früher noch. Das ist schon so oldschool, dass ich. Dass du das nicht mal mehr kennst? Ja, das kann nicht sein. Na, ich habe mit dem System echt noch nie gearbeitet. Ja, es ist tatsächlich, ist ja auch, der konnte sich ja auch nicht jeder leisten. Konnte sich ja auch nicht jeder leisten damals. Das waren halt diese einfachen Sachen, waren so ein bisschen billiger natürlich als die Teile. So. Kathmandu! Kathmandu! Was? Hallo? Ah, hier vom Fenster? Nee, nee, nee. Das ist keine Eisdiele hier. Also wie ich ihn gesehen habe, hier ist es eh nach Handchen, der hat ja bei niemandem einen da, ja. Joa, kann er, wa? Kann man annehmen, oder? Ja. Warte mal, was wollte ich noch? Hat er gekriegt vom Arbeitsamt, oder wie macht die Besitzer? Genau, das ist vom bezahlten Ding vom Arbeitsamt. Beziehungsweise zahlt das Arbeitsamt an den Träger, der die Umschulung hat, natürlich. Ach so. Der kostet ja wieder das Amt richtig Geld. Hier auf dem Tisch. Ja, da reinstecken wir. Kannst du, nee, lass uns verstehen. Ich pack das da richtig rein. Ist drin gut. Jawohl. Genau. 30 Tage. 30 Tage. War der aus dem Werkzeug? Der war aus dem Werkzeug da. Also als Einführung, glaube ich, der müsste erstmal aufräumen lernen. Aber dann schmeißt er Sachen weg, die du da behalten willst. Aufräumen und fegen. Das ist doch eine gute Einführung. Nee, das war nicht. Das mache ich nicht mit dem. Das ist gut. Das mache ich dir mal selber, denn. Sag ich, naja, wenn sie dann mitmachen, ist das in Ordnung. Ich sag zu Kim, ein bisschen zu Kim, gesagt, naja, muss erstmal hier fegen, mach erstmal sauber und dann die Ecken. Bis die blank sind. Weiß müssen die sein. Noch eine kleine Bitte: Hast du eine richtig grobe Kneifzange, mit der ich so ein Ding abschneiden kann? Nee. Das mache ich selber mit der Säge, immer. Der Pucksäge. Ah, ja, ich sag dir, was für ein Tag mit Joachim heißt er? Joachim? Oder auch Achim? Ja. Mein Praktikant. Also Achim heißt er. Achim, Joachim. Joachim heißt er. Aber Achim reicht, mein Tag. Weil der erste Tag war ganz okay. War doch gut. Hat er Spaß gemacht. War doch toll. War doch schön. War doch gut. Ja? Besser wie Felix. Ja, besser. Jeder ist anders.
Na ja, logisch. Besser als ja, Felix? Wenn er 30 Tage, er will ja was lernen, dann will er auch das mal weitermachen oder was. Anders, man ist es ja nicht. Ja, bei Felix ist es ja andersrum. Ja. Bei Felix ist es ja andersrum. Felix kann ja alles. Felix kann alles. Aber nur im Moment nicht, weil er wegen seinen Drogen. Und also da ist er nicht sehr leistungsfähig. Und bei ihm ist es so, er kann noch nicht so viel. Also er kann schon, er hat schon Ahnung. Aber er muss das alles praktizieren, deswegen ja ein Praktikum. Also er muss mehr Übung kriegen. Ne? Ja, klar. Und der will es, klar. Ist ja gut. Ja. Weil Felix kann, wie gesagt, kann alles, klar. Aber wenn, naja, im Moment nicht. Er kann, aber so vom Wissen her, er weiß alles, er kann alles. Ja, ja. So theoretisch weiß er ganz genau Bescheid und so. Aber er kann sich nicht konzentrieren auf die Arbeit und nicht hintereinander wegarbeiten. Und mit ihm hier geht es. Ne, der kann, den kannst du sagen, mach mal, auch wenn er noch ein bisschen langsam auch ist. Ne? Also so ein Check heute Morgen hat er sich zum Eingewöhnen erstmal eine Weile gebraucht. Aber ist ja auch normal, ist ja eine neue Arbeitsumgebung und so. Das ist ja ganz normal. Okay. Hat er ganz gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht eigentlich. Der erste Tag. Wir werden morgen nochmal fragen, wie er nun den ersten Tag überhaupt fand. Das interessiert mich ja auch. Ne, was er dazu sagt hier, so zur Arbeitsumgebung und so. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen was anderes wo als so eine Werkstatt. Was? Wo wohnt der überhaupt? Der wohnt hier im Wrangelkiez drüben. Ach, da drüben. Hat der Auto oder Motorrad oder was? Nee. Nee, der hat ein Fahrrad. Ach so, Fahrrad. Der hat ein Fahrrad. Die haben ja alle Fahrräder nur. Bei Felix, da ist es so klar. Der war da, der war Schiss, der war ja nicht richtig. Der braucht bla bla bla. Weil man denkt, ist klar, das ist sein. Ja. Ist sein Zeug. Der hat sich das selber versaut. Naja, schade ist er trotzdem um Felix auch. Ne? Hat der eine Frage gemacht oder was? Nee. Ja, klar. Ja? Mit Schluss, ja? Ja. Ja, dann geht's ja. Hat er sich auch sehr geschämt für, dass er das hat. Er war ihm wirklich peinlich. Das weiß ich auch, dass ihm das peinlich war. Aber es nützt ja nicht, wenn es ihm peinlich ist und er deswegen nicht kommt. Ich brauche ja das Rad. Ja, genau. So, morgen mal ein bisschen fegen hier. Morgen mal ein bisschen sauber machen und dann. Ja, das ist schon so peinlich für ihn wirklich. Analoge und digitale Fans. Nicht schlecht. Ich bin ja alle für den analogen Fans. Ja. Ohne Scheiße, das Augenzwinkern war keine Verarschung, das ist ehrlich so. Das ist doch nett. Feierabend, macht ihr gut. Oh, bis dann. Ciao. Daumen hoch. Bis morgen.